Und hallo, Hallöchen, willkommen zurück bei Die Gilde 2, wo wir in der letzten Folge ja endlich wieder aufatmen konnten, da die Umsatzsteuer auf 20% gesenkt wurde, nachdem sie ja eine sehr lange Zeit auf 30% oben war, was ziemlicher Wucher ist, wenn ihr mich fragt. Und wir uns auch hier mit dem Markt hier beschäftigt haben und rumgerechnet haben, wie das denn mit der Steuer so aussieht. Allerdings, aber ich meine, in der letzten Folge war weniger Eisen drin als jetzt. Das waren, glaube ich, so 20 Stück. Vielleicht täusche ich mich auch gerade. Ist ja auch schon etwas her. Oh, Tatsache, hier wurde gerade was gekauft. Hier bewegt sich was am Markt. Das ist doch prima. Das wollte ich sehen. Dass sich am Markt was bewegt, ohne dass ich was tue. Jeder Handwerker sucht Waren. Kirchenglocken. Ja, ich kann keine Kirchenglocken bauen. Härte der Rechtsprechung fortan human in Wien. Ist auch recht. Ist okay. Und wir vermitteln einen Handelskontrakt für einen reichen Kaufherrn aus Konstantinopel über 3 Giftdolche. Haben wir nicht. Und unsere Magiergilde wurde erfolgreich aufgewertet. Das mag ich. So, das heißt, wir haben jetzt jede Menge neues Zeug, unter anderem auch einen neuen Arbeitsplatz, den wir uns sogleich gönnen werden. Nehmen wir eigentlich gleich mit. So, was ich jetzt noch nachsehen wollte, ist, wie es mit meinen Kindern aussieht. Der Kilian und die Laura sollten ja beide irgendwie Handwerkerstufe 1. Das passt jetzt. Und hier ist der Emrik. Der pennt hier. Und irgendwo sollte auch noch die Laura sein. Oder war die nicht studieren? Ich glaube, die war studieren oder irgendwie so. Das war ja eine ganz eine schlaue, unsere Laura. Silvi Laura, hier ist sie. Ja, Tatsache, ist an der Universität. Auch okay für mich. Ist ja alles okay. Gut, was möchten wir jetzt tun? Wir haben uns in der letzten Folge eine Schmiede angesehen in Pressburg drüben. Da mir der Gedanke irgendwie besser gefiel, hier drüben zu produzieren. Der Tod eines Angestellten ist nah. Da hier die Anschaffungskosten und der Verkaufspreis einfach beides wesentlich besser ist. Ist ja fast wie in echt, die lagern ja auch ihre Produktion nach China aus. Ne? Und das hier ist halt quasi jetzt mein China. Ja. Ja, das ist es. Problem ist allerdings, unser Kilian ist noch zu jung. Wie alt ist denn der? Jungchen, komm mal her, du. Alter, 15, das ist doch kein Problem, oder? Mit 15 kann man doch schon eine Schmiede haben. So, jetzt müssen wir aber die Gruppe irgendwie... Oder geht das doch noch nicht? Hier bin ich. Hier kann ich Essen und Trinken, Inventar öffnen, Gruppe verwalten. Tiffany schmeißen wir mal raus. Die brauchen wir eh nicht. In Wirklichkeit. Eine Dynastie. Ja, die Silvi war meine mir anvertraute, angelobte Lieblingsfrau. Und hier der gute Kilian. Kannst du mir was Schönes? Den kann ich noch nicht in die Gruppe aufnehmen. Das ist ja doof. Na, vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht muss er ja 16 sein. Ich weiß es nicht. Entweder war es 16 oder 18. Eine Dynastie trauert. Okay. Oh. Dejan Romanovic. Geht es zu Ende? Ich wollte nicht passieren. Ich will ja weiterspielen. Wo war der? Sicher aus meiner Magiergilde, ne? Ja, klar. Komm, gib mir und gib mir noch einen. Was hier produziert, muss ich mir nachher... Oh. Wie sieht das hier aus? Wir haben hier Krötenaugen. Ich glaube, da unten Dunkelwaffenpreis ganz gut. Den haben wir ja gekauft. Waffengift. 1200. 900. Was brauchen wir hierfür?
Ach, da brauchen wir dann Hering. Hier sind noch ein paar Gegengifte am Bauen. Das heißt, in erster Linie fehlen uns momentan Krötenaugen. Oh, und Brombeeren. Brombeeren gehen auch Richtung Ende. Dann sammel du mal Brombeeren und du mal Krötenaugen. Gut. Dass wir da wieder was auf Vorrat haben. Dann können wir da auch wieder gut was bauen. Ja. Ja, das klingt, glaube ich, ganz gut. Handkarren, da war ja einer unterwegs. Nach Pressburg nehme ich mal an. Ich nahm richtig an. So, mal wieder hier zurück nach Linzensten. Gut, was tun wir nun? Wir haben ja schon öfter so diesen politischen Missstand hier angezweifelt oder angeprangert, dass hier ja irgendwie so eine kleine Familienpartie aus dem Dorf Oberhaupten wird, und das ist das angetroffen, was ich vorhin schon gemeinte. Hier hat sich nämlich der liebe Grayson Rupers für den Hauptmann beworben, und ja, wenn er sich hier bewirbt, dann die zwei dafür abstimmen. Und ja, was glaubt ihr, wen die wählen werden? Es ist nicht Wladimir Fleischhacker. Nur mal so angemerkt. Heißt, wir haben hier an der Dorfspitze eine ganze krank. Familie sitzen. Das macht mich richtig krank, und das hört man auch. Denn da wird meine Frau gleich krank. Krank. Und sie hat sich... Was hat sie sich denn geholt? Oh, sie hat sich eine Erkältung geholt. Dann such bitte mal den Medikus auf, gute Frau. Und was machen wir eigentlich mit unserer Kirche? Ich weiß es nicht wirklich. Wir haben jede Menge Weihwasser, von dem ich keinen Plan habe, was wir damit machen sollen. Wir könnten uns Weizenmehl kaufen und Hostien bauen, nur der Markt in Linz und kaufen ist auch eher so ein Oxymoron. Speisen. Weizenmehl, ja, 70 das Stück. Ja, ihr könnt mich mal. Aber so richtig, das interessiert mich mal gar nicht. Seht ihr, sogar Hostien sind hier überteuert. Und hier gibt es nicht mal Hostien. Oh weh. Linz, Linz, was soll nur aus dir werden? Ja. Ich fürchte, wir müssen hier zu einem Befreiungsschlag ausholen und das momentane Regime stürzen, denn so wie jetzt kann es nicht weitergehen. Aber der hat ja auch nicht mehr so lang zu leben, ne? Die sind ja... Sind ja alle eigentlich nicht mehr so lebensfroh, ne? Ich meine... Ich habe nicht wirklich viel damit zu reden, denn wir werden auch bald das Zeitliche segnen, fürchte ich. Problem ist, es gäbe ja hier in Vino Veritas. Auf Stufe 10 gibt es hier so eine Fähigkeit. Ist das Wunder? Eine Dynastie trauert. Nee. Level 7 war das ja nicht, ne? Blitzeinbruch, leise Treter, Unschuldmine. Gestalt. Nee, das war's auch nicht. Da, Dorians Grau. Also Dorian Grau ist es. Dann würden wir 20 Jahre länger leben. Das wäre halt schon ziemlich nice, aber ich fürchte, wir kommen da nicht hin, denn wir haben ja, haben wir jetzt Punkte zu vergeben? 539 an der Zahl. Was wollt ihr sagen? Ich bin ja auf irgendeiner Taste angekommen. Ich will nichts sagen. Ich habe nichts zu sagen. Was skillen wir hoch? Feilschen ist immer gut, ne? Weil sich das eigentlich hier auch nicht wirklich auszahlt. Handwerkskunst kann ich nicht mehr hochskillen. Gibt's hier ja nichts, was irgendwie mehr Erfahrungspunkte bringt wahrscheinlich.
nur Handwerkskunst, denn da produzieren wir schneller, wenn wir schneller produzieren. Dann sind wir schneller. Ja. Ein Rohstoff vor. Ach komm, wir nehmen einfach hier falsch hin. Stufe 7. 3 Level noch. Ich schaff das. Wir schaffen das. Krötenaugen sind erschöpft. Er sind ja. Er sucht ja Kröten. Ach, der Gagach. 22 Krötenaugen, jetzt mach mal halblang hier. Der suchte schon wieder. Ach, bau mal einfach unten Dünke. Ich glaube, diese Brombeeren hier haben wir auch schon wieder genug. So sei es. Was sucht ihr? Ratiambräu, ja. Nein. Lena Rupers ist heuer gestorben. Oha. Guck's dir an. Vielleicht löst sich unser Problem ja auch von selbst, ne? Vielleicht müssen wir ja gar keine schweren Geschütze auffahren. Und wir können diesen Konflikt hier einfach friedlich lösen, indem wir einfach warten, bis alle sterben. Klingt nach einem Plan. Silvi leider dann an Erkältung. Das haben wir schon getätigt. Diesen Gang zum Medikus. Und sie ist auch schon wieder gesundet. Ego sum quisum. Ja, ego sum prisum. Alderman Wahl ist immer noch der Andrej Sismanwitsch. Ist mein alter Mann. Obdachloser Battle, den haben wir wieder 16 Münzen gespendet. Ha, wir sind so selbstlos. Ja, jetzt kann er sich eine Wurstsemmel kaufen. Und wir sind tatsächlich der Guildmeister der Gelehrten. Waren wir das vorher auch schon? Nehmen wir so hin. Gildenvorsitz im Prozent 1 Name. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich jetzt zum ersten Mal passiert. Ist was? Und wir können ja wieder was hochleveln hier, eine Fähigkeit. Wir sind ausgefuchste Schlitzohr und haben einige dieser Tricks auf eurer Fuhrleute weitergegeben. Jedes Mal, wenn ihr oder euer Karren Waren auf einem Markt verkaufen, gibt das. Gib er, please. Und ich bin auch irgendwie müde. Ich weiß nicht warum. Ich bin hier irgendwie noch am Rumgehen. Obwohl wir hier eigentlich voll Action. Nein, eigentlich ist nicht wirklich Action geladen. Aber obwohl wir hier die spannende Geschichte von Linz nachleben, wie sie nie passiert ist und nie passieren wird. Außer vielleicht die Umsatzsteuer von 30%. Das passiert ja vielleicht irgendwann mal. Gucken wir uns an, wie das weitergeht. Das Inventar ist voll. Hier steht mein Scherge und wir haben keinen Platz mehr für Weihwasser. Ja, das stimmt wohl. Also er ist immer noch am Abschöpfen. Er macht den Brunnen halt einfach leer, ne? Er gibt keinen Fick, wie voll das Lager ist. Er schöpft einfach den Brunnen ab. So, wir wollten hier ein bisschen erweitern. Krötenschleim. 1300. Wow. Spinnenbeine brauchen wir, das ist ja ekelhaft. Bringe allein die Spinnenbeine schon. 105. Ach, seht ihr, hier ist es eigentlich recht angeglichen. 93, 105, 109, es ist nur 10 Gold Unterschied. Das ist. Und sogar dasselbe wie in Wien. Aber es gibt sie halt nirgends. Das heißt, es ist quasi halt so der Grundpreis. Da nichts da ist, ist auch nichts wirklich an Wert zu bestimmen. Produktivität nehmen wir. Lagerplatz ist eigentlich auch nie verkehrt. Und Lagermenge. Feuerschutz, Einbruchschutz brauchen wir, glaube ich, nicht wirklich. Bis jetzt wurde noch nicht eingebrochen, zumindest glaube ich das nicht.
Lähmungsgift und Gift der schwarzen Witwe. Ein besonders unter Ehemännern weit verbreitetes Gerücht besagt, dass eifersüchtige Ehefrauen ihren Männern morgens ein Gift einflößen und ihnen abends das Gegengift dazu verabreichen. Dies soll sie daran hindern, auf dumme Gedanken zu kommen. Oh wow, das ist nett. Das Gift der schwarzen Witwe könnte eine Variante des eben beschriebenen Gifts sein, denn es verursacht über mehrere Stunden hinweg hohen Schaden. Ach ja, und wo ist das Gegengift dazu? Oh, 43 Krötenaugen. Ja, gut. Dann machen wir mal ein paar Unkendünke, dass das hier nicht überhand nimmt. Du such mal ein bisschen Lavendel und du bau auch Unkendünke. Wie ihr meint. Dunk. Und 69 Brombeeren. Alles klar. Ja, machen wir die Krötenaugen das Lager mal voll. Pilze sieht noch ganz ordentlich aus. Wir haben schon wieder Post bekommen. Ein Familienmitglied hat sein Laura hat die Universität besucht und eine eigens erarbeitete These ist der Abschlussanforderungen an das Seminar erfüllt und somit den Grad Baccalaureus Depositi erworben hat. Also quasi den Bachelor, ne? Diese Graduierung erlaubt es, einen Doktortitel auf einer Universität anzustreben. Ja, guck sie dir an, die Laura, die will nach oben. Die hat nur darauf gewartet, dass sie einer adoptiert und sie richtig fördert. Und das haben wir ihr geboten, diese Chance. Jetzt haben wir schon wieder einen Obdachlosen gespendet. 31 Münzen. Jetzt machen uns die aber bald arm. Nein, machen sie nicht. Ist schon okay, wenn er das macht. Nur, ich hab's ja damals schon gesagt, ich hätte da gerne irgendwie mehr Kontrolle drüber. Das war echt Premium. Ja, wie ich eben sagte. Gut, was machen wir nun? Die Julia war jetzt schon erwachsen, wenn ich das auf dem Bild richtig gesehen habe. Das heißt, mich würde interessieren. Bah! Nein, bleib hier. Sylvie Laura. 17 ist die jetzt. Kilian. Ach, jetzt hat er Lust. Was ist das? Jetzt kann ich ihn aber in die Gruppe aufnehmen, oder? Gruppe verwalten. In die Gruppe aufnehmen. So, und jetzt können wir nämlich ratz nach Pressburg gehen und uns dort eine Schmiede bauen. Bauen wir oder kaufen wir? Ich glaube, wir bauen. Eine Gießerei, die kann ich nämlich hier unten hinsetzen und ich denke, wir sparen uns gut den halben Weg zum Markt. Oder klappt das? Wir versuchen das. Wenn das klappt, dass ich gleich hier raus verkaufen kann, dann ist das ja richtig nice. Gut, die Schmiede ist im Auftrag. Wir warten sehnsüchtigst ihre Fertigstellung. Gibt es hier auch irgendwo vielleicht einen Platz für eine Mine in Pressburg? Hier oben aber, am anderen Ende der Stadt. Es gibt hier Eisen, Gold, Silber. Eisen habe ich auch gerade gesehen, oder Eisen, ja. Die wäre sogar zum Verkauf. Um 21.500. Aber es gibt kein Diamantvorkommen. Habe ich das richtig gesehen? Doch, Edelsteine. Hier unten. Das könnte eine Überlegung sein. Ja, das überlegen wir uns noch. Das ist Wien. Immer noch mit diesem hässlichen Hauptplatz. Können wir hier unser Haus ausbauen eigentlich? Gebäude erweitern. Ich glaube, ich müsste einen neuen Titel kaufen, oder? Gebäude aufwerten. Ja, komm. Machen wir ein neues Haus. Alles macht neu. Ja.
Und wir gehen mal ins Versammlungshaus und versuchen mal einen neuen Titel zu erwerben. Und ich verklick mich. Alea Jagda Est. Komm hier runter jetzt, Freund. Und zwar hier rein. Und nun? Ja, genau hierher. Impera. Cui bono? Mal sehen, was das kostet. Das wird ja mit der Zeit auch richtig, richtig teuer. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Oh, die Schmiede ist schon fertig. Bei mir wird gewissenhaft gearbeitet. Ja, das hoffe ich auch, denn du bist jetzt unser Schmied, mein Freund. Von dir ist die Zukunft Was nun? Das geht schnell. Von Linz abhängig. Darum arbeitest du ja auch in Pressburg. Stellen wir gleich mal einen ein. Einen Arbeiter dazu, mehr Lagermenge. Einfach mal alles hier reinklatschen. Das brauchen wir ohnehin. So, jetzt will ich mal was bauen hier. In Ordnung. Einen Handkarren haben wir auch. Der kann hier nicht überfallen. Die Rechtsprechung wurde geändert. Der kann hier nicht drüber. Ist es dein Ernst? Naja, ein Versuch war es ja wert, ne? Er muss trotzdem hinten rumlaufen. Ich hätte gedacht, dass er hier so durchgehen kann. Es ist ja auch nicht wirklich was im Weg, ne? Aber das versteht mein lieber Handkarren-Typ-Mensch hier nicht. Egal. Wir machen das trotzdem. Wir kriegen das hin. Achso, die sind schon nach Hause gegangen. Dann, lieber Kilian, auf. So, wir können hier... Also, letztes Mal, wie ich geguckt habe, waren hier noch über 100 Eisen drin, ne? Oder bilde ich mir das gerade ein? Ich hätte mir einfach die Gießerei hier kaufen sollen, dann hätte ich hier keinen Konkurrenten, der mir das ganze Eisen wegschöpft von der Nase. Ardegar. Grimmel. Was machen wir damit? Ja, wir kaufen es trotzdem, es hilft ja nichts, wir brauchen es ja. 20 Stück und hier auch 20 Stück. Die kannst du hier mal abladen. Und gucken wir mal, wie sich das in der Politik jetzt ausgewirkt hat. Ja, Grayson ist aufgestiegen, wie ich es mir dachte. Julia Fleischhacker ist jetzt Dorfvogtin. Jetzt sitzen ja auch schon zwei von den Grünen drin. Das gefällt mir gar nicht. Hier sind drei Familien drin in der ganzen Dynastie. Also in der ganzen Politik hier. Drei verschiedene Familien. Es wären sogar nur zwei, wäre die Dorfschulze nicht gerade eben verstorben. Wären nur zwei Familien hier drin. Oh, Macke. Das wird noch lustig. Doch wir kämpfen für die Freiheit. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch dann für heute. Ich würde sagen, das war's, denn der Tag geht zu Ende und auch diese Folge geht zu Ende. Und wir sehen uns wieder im Sommer 1452. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag, einen guten Hunger, wie auch immer, was auch immer ihr gerade tut, ihr kennt das ja. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.